Ein vitales Dorfleben zu erreichen, so wie hier auf dem Stadtplatz, das ist eine spannende Aufgabe. Es freut mich, dass Sie den Kanal gefunden haben. Bei dieser Themenreihe gebe ich Ihnen 10 Tipps, wie das Dorfleben attraktiv gemacht werden kann. So attraktiv, dass es die Menschen aus den eigenen vier Wänden rauszulocken vermag. Raus in öffentlichen Raum, dort wo das Leben stattfindet. Tipp Nummer 1. Zielvorgabe präzisieren. Am Anfang dieser Themenreihe möchte ich Ihnen aufzeigen, dass bereits Zieldefinition für das Dorfplatzprojekt ausschlaggebend sein kann. Ob schlussendlich der neue Dorfplatz oder Stadtplatz ein attraktiver Begegnungsort sein wird oder ob er einfach nur der neue Dorfplatz sein wird. Auch wage ich mit guten Gründen die gängige Praxis und die üblichen Resultate in Frage zu stellen. So viel verrate ich Ihnen bereits jetzt über die nächsten 9 Tipps. Sie werden sehen, was für ein Potenzial im öffentlichen Raum steckt und Sie werden Werkzeuge kennenlernen, mit denen Sie aktiv mithelfen können, die längst überfällige Revitalisierung von unseren lokalen Dorfleben anzugehen. In vielen Projektbeschreibungen von Gemeinden steht, der Dorfplatz muss neu gestaltet werden, damit er heutigen Ansprüchen genügt. Er soll neuzeitlich, praktisch und multifunktional nutzbar sein. Gewöhnlich soll es einen Architekturwettbewerb richten, dass der neue Dorfplatz den heutigen Kriterien und der heutigen Funktionalität gerecht wird. Doch da glaube ich, geht man von einer grundlegenden Falschannahme aus. Man geht davon aus, dass durch eine hochkarätige Neugestaltung vom Dorfplatz automatisch Leute sich dann dort auf dem neuen Dorfplatz treffen werden und sich dort werden aufhalten. Das ist jedoch eine falsche Annahme. Ein Blick über die vielen neuen Dorfplätze bestätigt das. Unser Tipp Nummer 1 sagt, das Projektziel muss auf die Revitalisierung von Dorflebens abzielen, sprich auf den Aufbau von der Belebung von Dorfplatz. Die ist jedoch nur mit einem ganzheitlichen Erarbeiten wirkungsvoller Lösungen erreichbar. Der Mensch empfindet ganzheitlich und urteilt ganzheitlich. Deswegen ist die Architektur und Gestaltung von Dorfplatz nur ein Teil von der Lösung und nur eins von verschiedenen wichtigen Mitteln zum Erreichen des eigentlichen Zwecks. Wie sich die Falschannahme, dass Belebung automatisch erfolgt, sich auswirkt, das soll als nachfolgendes Beispiel verdeutlichen. Wie in der üblichen Praxis wird hier mittels Architekturwettbewerb das beste Projekt ausgelobt und anschließend umgesetzt. Hier eine ansprechende, einwandfreie Visualisierung von neuen Dorfplatz, respektive Stadtplatz. Es zeigt den künftigen Stadtplatz üppig belebt. Doch wird das Konzept wirklich auch im Alltag die Menschen anziehen zu vermögen? Warum sollen die Menschen hier bei diesem Konzept zum Stadtplatz kommen und sich hier aufhalten? Wenn nach der Realisierung das visualisierte Leben und die tolle Stimmung fehlt, kann das durchaus Frust in der Bevölkerung auslösen. Denn beim Dorfplatz und Stadtplatz geht es auch um Identität und Zugehörigkeit. Das Dorfleben ist eben kein Nebenprodukt, sondern es bedarf einer Strategie und einer Planung. Wir, Steve Wortz und Vertu.ca GmbH, sind der Meinung, dass das Erreichen von belebten Dorfplätzen, von belebten Stadtplätzen sehr anspruchsvoll ist. So komplex und anspruchsvoll, dass das Vorhaben an einer eigenständigen Dienstleistung bedarf. Wir nennen die Dienstleistung Ortsaufwertung. Sie schafft die nötigen Voraussetzungen mit entsprechenden Konzepten so, dass damit die Architektur ihre visuelle Wirkung zielorientiert einsetzen kann. Aber eben auch die anderen Aspekte, auf die wir noch in der nächsten Folge zu sprechen kommen, ihre Wirkung gut entfalten können. Von der Strategie über Projektentwicklung bis hin zur Entwicklung von Begegnungs- und Belebungskonzepten sollte alles möglichst in einem passenden Gesamtkonzept erfolgen. Das ist nötig, damit die entsprechenden Synergien entstehen und auch genutzt werden können. Aber auch, um die vorhandenen Ressourcen schonend und effizient einsetzen zu können. Wertvolle Ressourcen werden leider in der aktuellen Praxis zu viel vernichtet. Zum Beispiel durch die Realisierung von Einzelinitiativen. Denn Einzelinitiativen scheitern meistens längerfristig. Das ist ein Punkt, der mich persönlich sehr schmerzt. Menschen wollen Positives für das lokale Leben bewirken und initiieren darum ein wertvolles Projekt. Sie investieren viel Herzblut und meistens auch ihres Ersparten. Und dann scheitert das Projekt aufgrund von zu wenig Nachfrage.
Die wechselseitige Wirkung von verschiedenen gleichzeitigen Projekten fehlt eben da. Das Fazit vom Tipp Nummer 1. Zielvorgabe präzisieren, damit auch das eigentliche Ziel, die Revitalisierung von Dorflebens, erreicht wird. Im Weiteren muss man sich im Klaren sein, dass die Aufwertung und die Entwicklung von der Kernzone bedeutend anspruchsvoller ist, als viele denken. Die Themenreihe soll dazu dienen, dass Planer, Gemeinden, aber auch die Bevölkerung den Mehrwert, aber auch die Komplexität von einem funktionierenden Dorfkern bewusst wird. Das ist der Tipp Nummer 1 auf dem Weg zur Revitalisierung von Dorflebens. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.